Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 1 im Level 2, die Stadt Vilcabamba. In der letzten Folge haben wir ja Level 1 ganz gut hingekriegt und jetzt geht's gleich weiter in Level 2 und ich glaube, da haben wir dann jetzt ein bisschen mehr zu tun. Oh ja, da warten jetzt auch schon einige Gegner auf uns. Ich glaube, da kommen auch gleich noch ein paar mehr. Ich werde auch gleich wieder ein bisschen flüssiger kommentieren, aber ich möchte ganz gerne sicher sein, dass ich sicher bin. Genau. Ja. Bevor wir jetzt hier großartig weitermachen, möchte ich noch ganz wichtig auf etwas zu sprechen kommen. Dass ich beim letzten Mal am Ende, habe ich es eigentlich schon angeschnitten? Ja, ich glaube schon. Und zwar Unterschiede zwischen der PC-Variante und der PlayStation-Variante. Also erstmal haben wir natürlich die grafischen Unterschiede, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Aber es gibt einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied und den gab es auch schon bei Tomb Raider 3. Und beim 1er tritt da fast noch mehr auf, finde ich. Und zwar ist das die Sache mit dem Speichern. Oh, jetzt wird es hier gerade ein bisschen verwinkelter. Jetzt muss ich mich tatsächlich mal ein bisschen umgucken hier. Und zwar ist es so, dass in der PC-Variante es so ist, dass ich immer und überall speichern kann, wie ich nur möchte. Und das genieße ich. Ja. Oh, erstmal gucken, was es hier so alles gibt. Abgesehen von den Fledermäusen. Denn in der PlayStation-Variante ist das nicht so. Da gab es ja auch schon bei Tomb Raider 3, da habe ich es ja auch schon erklärt, da gab es diese Sache mit diesen Speicherkristallen. Die konnte man in Tomb Raider 3 einsammeln und konnte sie dann dort verwenden, wo man wollte, um zu speichern. Und zwar immer nur einmal jeden Kristall. Und die waren sehr rar, diese Speicherkristalle, und das hat das Ganze richtig schwer gemacht. Bei Tomb Raider 1 war das ähnlich, gab aber auch noch einen Unterschied, und zwar gab es da auch Speicherkristalle, nur die konnte man nicht einsammeln und dann frei verwenden, sondern die waren fest an einem bestimmten Ort und nur da konnten sie benutzt werden. Das allerdings so oft man wollte. Also so eine Art Save Point. Das ist etwas besser als bei Tomb Raider 3, allerdings ist das Spiel auch noch ein bisschen leichter. Also insgesamt war das dann noch die angenehmere Variante. Allerdings generell in Tomb Raider nicht so der Brüller, wenn man nicht überall speichern kann. Und bei der PC-Variante fallen diese Speicherkristalle eben weg. Ich weiß jetzt auch gar nicht, im ersten Level war mit Sicherheit einer oder wäre einer gewesen. Oh, da haben wir ein Schlüsselloch, aber kein Schlüssel. Sagt sie da eigentlich auch schon No? No. No. Ja, macht sie. Finde ich geil. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir da einen gehabt hätten. Wir haben überhaupt nicht gespeichert im ersten Level. Es war auch nicht wirklich notwendig. So, jetzt haben wir hier schon einen ziemlichen Unterschied zum Level 1. Nämlich, dass wir uns erstmal orientieren müssen. Und wir haben hier Hebel. Ich mache das eigentlich immer so im Zweifel bei Tomb Raider. Hebel sind dazu da, dass man sie benutzt. Ja, und deshalb, wenn ich einen sehe, dann ziehe ich den auch. Wenn es falsch war, kann man es ja in der Regel rückgängig machen. Soweit ich weiß, kann man sich keinen Weg so verbauen, dass man nicht mehr weiterkommt. Man kann sich vielleicht einen Weg zu einem Secret oder sowas verbauen, das könnte ich mir gut vorstellen, aber sonst nichts. Also, man kann jetzt sich nicht komplett festsetzen oder so. Wir sind hier gerade in einer Art Behausung, so wie es aussieht. Hier haben wir ein Gestell, um ein Feld zu gerben und das Level heißt ja auch die Stadt Vilcabamba. Man kann also davon ausgehen, dass das durchaus eine Stadt ist, in der man vielleicht auch wohnen konnte. Allerdings ist das jetzt nicht mehr so. Ich möchte gar nicht wissen, was das wert wäre, wenn man jetzt in so eine alte, verlassene Stadt käme, wo dann wirklich noch so Gerbergestelle und so waren. Uiuiuiui. Ich glaube, da muss ich mich beeilen, um an das Medikit zu kommen, weil die Platten wegbrechen. Ach nö! Jetzt bin ich daneben gesprungen. Ja, so ein Scheiß. Das Medikit habe ich mir jetzt verbaut. Und das war mit Sicherheit ein Secret. Ach, das ist ärgerlich. Oder, ach Moment, ich kann den Block kann ich noch rausziehen. Vielleicht komme ich ja dann doch nochmal hin. Ja, Gott sei Dank. Oh, das hätte mich jetzt wirklich geärgert. Weil ich habe es noch gesehen und habe einfach schlecht gezielt. Und nein, lieber Alex, das ist nicht die scheiß Steuerung gewesen. Das war einfach mein Knick in der Optik. So, haben wir den Pflichtseitenhieb zu Alex auch eingebaut in diesem Part. Ja, das wird ein ewiges Thema bleiben zwischen uns beiden. Tomb Raider und sein Tomb Raider-Projekt, das ich nicht Let's Play nennen möchte.
Haben wir da noch was dahinter? Ein Durchgang. Ui. Ich habe jetzt schon übrigens die Orientierung verloren. Ah, da haben wir Vasen. Ich höre auch eine Fledermaus flattern. Ich sehe sie bloß noch nicht. Und da oben kann ich, glaube ich, auch noch irgendwie hin. Hallo. Also im Wesentlichen freue ich mich natürlich auch drauf, Tomb Raider 1 jetzt zu spielen, weil es eben die PC-Variante ist. Oh, da haben wir eine Statue. Die können wir doch bestimmt einsammeln. Sie sagt übrigens hier noch nicht aha, was ich sehr schade finde. Können wir uns die mal angucken? Ja. Gold Idol. Ein Goldidol. Eine Goldstatue. Oh, da liegt auch noch was. Ein Schlüssel. Sieht aus wie so ein mit einem Totenkopf oder sowas, hm? Silver Key. Ja, ein Silberschlüssel. Sehr kantig in dem Fall noch. Ja, mein Gott, 96. Da war das halt so. So, komme ich jetzt da irgendwie rauf? Also so schon mal nicht. Ich komme da bestimmt irgendwie hoch. Ich muss jetzt das nur rauskriegen, wie. Hm. Ich weiß ja auch gar nicht, ob da oben irgendwas ist, was von Interesse wäre. Und ich habe schon wieder 3 Sätze angefangen und sie nicht zu Ende gebracht. Also ja, ich genieße es auf jeden Fall, jetzt Tomb Raider 1 zu spielen mit dieser Speichermöglichkeit, die ich halt früher nicht hatte. Nee, da komme ich ziemlich sicher nicht hoch. Mm-mm. Vielleicht gäbe es irgendeinen Weg, aber ich finde ihn jetzt gerade nicht. Das ärgert mich jetzt gerade etwas. Ich möchte da rauf. Ist da nicht irgendwo ein Loch in der Decke oder so? Oder eine Leiter oder irgendwie sowas? Nee. Ja gut, dann schauen wir erstmal weiter. Ich bin ja momentan auch froh, dass es überhaupt flüssig geht. Also, dass ich jetzt noch nicht festhänge. Das hätte durchaus passieren können. Moment mal. Da komme ich wieder raus. Nee, da komme ich doch gerade her. Komme ich denn jetzt wieder raus? Ach, Moment, Moment. Natürlich komme ich da hoch. Ich muss doch nur den Block da durchschieben. Und dann kann ich da hochklettern. Ach, ich bin so blind. Lara übrigens hier noch ohne langen Pferdeschwanz. Da hat sie noch so eine Art Dutt. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir das besser gefällt. Ich finde das sowieso immer, dieses Lara zum absoluten Sexsymbol, ja, ausrufen, finde ich auch immer so ein bisschen hohl. Ich meine, es ist eine Pixelfigur. Aber gut, ich meine, es soll ja wirklich Männer geben, die auf Lara stehen. Mir war das nie wichtig, wie sie aussieht. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Mir war das auch nie wichtig, was sie für einen Charakter hat. Es war ganz angenehm, das Ganze mal als Frau zu spielen. Also, dass man nicht immer einen männlichen Helden hat, mit dem man da die ganzen Abenteuer bestreitet. Das fand ich mal ganz nett. Aber ich habe jetzt Lara weder als Vorbild gesehen, noch als Abschreckung oder sowas. Mir ging es immer viel mehr um das Spiel selbst. Und außerdem, Lara eignet sich hervorragend, um mit ihr zu schimpfen und zu fluchen und, wo ist denn die Fledermaus da? Na? Achso, da geht's dann weiter. Und das mache ich ja auch leidenschaftlich gerne. Also, mit Lara rumschimpfen, das gehört einfach dazu. Das ist, wer Tomb Raider spielt, der hat, also ich glaube, jeder hat da schon mal Lara angeschrien und runtergemacht und damit sie endlich tut, was man will, da liegt was. Ein Medikit. Na? Sie war damals schon etwas zickig, wenn es ums Aufheben von Gegenständen ging. Also über Medikits können wir uns jetzt momentan nicht beklagen. Wir haben noch keine Munition gefunden, glaube ich. Was aber auch daran liegen könnte, dass wir auch noch keine Waffen gefunden haben. Ach, das war's schon. Das ging also quasi nur um das Medikit. Und dass wir hier wieder rauskommen. Okay. Da waren wir schon. Da liegt eine tote Fledermaus. Das deutet darauf hin, dass wir schon da waren. Genau. Vilcabamba ist übrigens übersetzt heißt das göttliche Tal. Das habe ich jetzt mal irgendwo gelesen gehabt. Und anscheinend zeichnet sich dieses Tal dadurch aus, dass die Menschen eine überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung haben. Moment, da sind wir doch hergekommen. Das ist doch der Leveleingang.
Haben wir jetzt überhaupt... Ja gut, wir haben was eingesammelt, ja, das schon. Ich wollte schon sagen, haben wir überhaupt schon was erreicht, außer dass wir jetzt im Kreis gelaufen sind. Ja, also wie gesagt, Vilcabamba, göttliches Tal, liegt in Peru, in der Nähe von Loja, Joja oder so ähnlich. Und... Oder liegt sogar in Ecuador, glaube ich. Peru oder Ecuador, ich weiß es jetzt nicht. Und die Menschen dort, der älteste Mensch, der dort gelebt hat oder lebt, der war, glaube ich, 138 Jahre alt. Also habe ich gelesen, ich weiß jetzt nicht, wie zuverlässig diese Quelle ist. Auf jeden Fall ist es wohl so, dass dieses Tal, diese Gegend sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit auszeichnet. Das war es dann auch schon wieder in Sachen Hintergrundinfos. Ich habe das auch jetzt nicht nachgegoogelt, sondern ich habe das, glaube ich, in einem Spieletipp oder sowas gelesen gehabt. Als ich nachschauen wollte, wie die Level heißen, denn wie gesagt, ich spiele ja die englische Variante und möchte euch dann zumindest den Titel der deutschen, also die deutschen Titel der Level liefern, wenn schon... Ah! Gott! Erschreck mich doch nicht so, wenn schon alles andere auf Englisch ist. Ich war wieder mal so auf das Medikit fixiert, dass ich überhaupt nicht auf den Gegner geachtet habe. So, wo war denn jetzt eigentlich die Tür mit diesem Schlüssel? Ich habe mich verlaufen, schon wieder. Da ist der Hebel. Da waren wir dann vorhin. Ach ja, genau, dann haben wir hier noch dieses Wasserbecken. Bevor ich da reinspringe, speichere ich aber endlich mal ab. So, das muss jetzt auch mal sein. Vor Wasserbecken habe ich einen Heidenrespekt. Das war ist in jedem Tomb Raider-Teil so. Oben rechts sehen wir die Luftanzeige. Ach du liebe Zeit. Und es war gut, dass ich abgespeichert habe. Weil man weiß ja nie, wie lang der Gang ist, durch den man tauchen muss und ob einem da nicht die Luft ausgeht. Holla. War da noch was auf dem Boden gelegen in dem Wasser? Nein. Okay. Ja, also das zweite Level ist jetzt schon längst nicht mehr so linear. Da muss man schon ziemlich gut gucken, wo man überhaupt hin will. Vor allem... Ah, das ist gut zu wissen. Ich habe es gerade ausprobiert. Diese schöne Rolle, diese 180-Grad-Wendung, die ich gerne mache. Ab Tomb Raider 2 funktioniert die auch unter Wasser, aber eben erst ab Tomb Raider 2. Im Einser noch nicht. Was bringt mir denn jetzt dieser Raum? Gar nichts. Ist einfach nur so ein Lufthohlraum oder sowas. Aber das hier sieht doch irgendwie komisch aus. Nee, da kann ich auch nichts machen. Da gibt es übrigens einen schönen Tipp von Dave. Wenn man nämlich... Genau, wenn man gegen eine Wand rennt, dann stützt sie sich so ab und stöhnt. Und wenn sie da einfach weiter rennt, gegen die Wand quasi, dann heißt es, dass sich da etwas öffnet. Ich kann euch das nachher vielleicht mal zeigen bei einer geschlossenen Tür oder so. Also hier, das hat uns jetzt schon mal nichts gebracht, aber das war ja nur eine Abzweigung. Da können wir ja auch noch lang. Oder sind wir jetzt von da gekommen? Nee, von da sind wir gekommen. Dann können wir noch rechts rum. Ich gehe mal kurz Luft schnappen und dann tauche ich wieder ab. Das ist doch das, wo wir hergekommen sind, oder? Ja. Okay. Lara, würdest du mal bitte? So. Ich mag es natürlich lieber, wenn es ein bisschen linear ist, weil ich halt jemand bin, der null Orientierung hat und sich dann sehr, sehr schnell verläuft oder alles doppelt und dreifach abrennt und den einfachsten Weg nicht mehr sieht. Oh, jetzt wird es hier aber kompliziert. Oder habe ich gerade was gesehen? Da geht's da weiter? Nee. Da ist ein Hebel. Oh, hoffentlich reicht mir jetzt dann noch die Luft. Ah, in dem Raum mit dem Wasserbecken ist eine Tür aufgegangen. Okay. Da hinten ist noch mehr. Kann ich da... Ich muss jetzt versuchen, ob ich da Luft schnappen kann. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Oh ja, ich kann, Gott sei Dank. Nein, ich kann nicht... Scheiße! Oh nö! Ich sterbe. Ich kann... Ah, da war der Hebel. Ja. Bis ich den jetzt erreiche. Egal. Ich sterbe jetzt natürlich. Hier wäre der Hebel gewesen, um Luft zu schnappen.
Ja. Unser erster Tod in Level 2. Da, oh, das war jetzt peinlich, ne? Okay, aber jetzt weiß ich ja, was zu tun ist. Also, das Ganze nochmal von vorne. Im Level 2 gestorben. Ich habe mich gefragt, wie lange es dauert. Wobei andererseits, ich habe schon eigentlich fast damit gerechnet, dass ich vorher irgendwo mal runterklatsche, irgendeinen Abgrund runterfalle oder sowas, wo ich nicht aufpasse. Deshalb, da bin ich ja noch einigermaßen beruhigt. Also, und ich hatte ja gespeichert. Richtig geärgert hätte ich mich jetzt, wenn ich nicht gespeichert hätte, weil wir haben ja schon ein bisschen was erledigt in diesem Level. So, nichtsdestotrotz gehe ich jetzt erstmal Luft holen. Jetzt weiß ich ja vorher, dass ich den Hebel ziehen muss. Aber es wird trotzdem knapp. Weil sie braucht eine gewisse Zeit, um den Hebel zu betätigen. Oh, das wird richtig knapp. Jetzt mach halt auch hinne. Kann ich da vielleicht. Ein Geheimnis. Ich habe gerade gedacht, kann ich da vielleicht noch was einsammeln? Ja, kann ich. Sehr schön. Das nehme ich gerne mit. Hier ist ein Hebel, der öffnet mir wahrscheinlich die Tür. Jawohl. Welche Tür ist das jetzt? Einfach nur. Ja, okay. Ja, gut, dann nehme ich jetzt wieder diesen Weg. Wir haben ja jetzt den anderen Hebel gezogen. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich. Wenn ich dann jetzt den linken Gang nehme, müsste ich jetzt in dem Raum mit dem großen Wasserbecken dann durch die Tür gehen können. Also ich fürchte, diesmal wird es nichts werden, dass wir in dieser Folge das Level abschließen. Ich könnte natürlich die Folge entsprechend länger machen, aber ehrlich gesagt möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe mich jetzt auch noch nicht festgelegt, wie lang die Folgen wirklich werden. Ich dachte halt so in vielleicht 20 Minuten ungefähr, plus minus 5. Je nachdem, also wenn sich es jetzt da mal anbietet, mit einem Levelende oder sowas eine Folge zu beenden. Und noch ein Geheimnis. Ach, das war alles. Es ging nur um Geheimnisse. Hier haben wir jetzt zum ersten Mal Munition. Oder, nee, ich wollte gerade sagen, oder waren das schon die Pistolen? Aber nein, es war nur Munition und ein Medikit. Da möchte ich jetzt gerade gerne noch mal kurz ins Inventar schauen, was wir jetzt denn schon alles haben. 7 kleine, 4 große Magnum-Clips. Okay, dann wissen wir jetzt auch ganz sicher, dass die Magnums irgendwann kommen. Dann hat uns dieses Wasserbecken außer Goodies nichts gebracht. Gut, freuen wir uns natürlich trotzdem. Ich meine, es werden Phasen kommen, da werde ich dankbar sein, wenn ich genügend Medikits habe. Deshalb. Wie sieht es eigentlich mit unserer Gesundheit aus? Kann ich gleich mal gucken, wenn ich wieder an Land bin? Ach, jetzt schwimme ich natürlich gerade wieder in die falsche Richtung. So. Ach ja, da fehlt kaum was bisher. So, jetzt hier nochmal ein bisschen die Ecken abgrasen. Vielleicht Gegner erledigen und vor allem nach der Tür mit dem Schlüsselloch suchen. Das war sie ja nicht. Genau, das war eine Sackgasse. Da kamen wir, glaube ich, ursprünglich her. War das eine Sackgasse? Nein, war es nicht. Aber irgendwo muss doch jetzt die Tür mit dem Schlüsselloch gewesen sein. Das ist jetzt gerade auch so ein bisschen der Moment, wo ich die Sprintfunktion sehr gerne hätte. Da ist sie. Wo ich die Sprintfunktion gerne hätte. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, aber leider sind wir da noch weit von entfernt. Die gab es, glaube ich, erst ab Teil 3. Oh, und wir haben schon wieder Pfeile, die auf uns schießen. Jetzt, Lara, geh halt da durch. So. So viel zum Thema Gesundheit. Okay. Da habe ich mich jetzt nicht so toll angestellt. Ich könnte natürlich jetzt ein Medikit nehmen, aber am Ende ist dann das Level vielleicht gleich zu Ende oder sowas. Und die Wölfe finde ich sehr fair. Die müssen erstmal aufwachen. Und die sind tatsächlich nach 2, 3 Schuss sind die tot. Und jetzt ist gerade mein Spiel sehr langsam. Das seht ihr vielleicht. Ich hoffe, dass sich das gleich wieder erholt. Ja, jetzt geht's schon wieder okay. Ja, manchmal zickt es so ein bisschen. So. Hier haben wir wohl ein. Vielleicht ist es ein Tempel oder so. Man kann das nicht so ganz erkennen.
Ich ziehe lieber mal die Waffen. Es war jetzt auch nur der eine Eingang da, also... Ein Wasserbecken und Treppen. Ich würde erstmal gerne die Treppen nehmen. Und dann auch gleich vielleicht nochmal speichern. So. Das mache ich, wenn ich dann da drüben bin. Weil man weiß ja auch nie, was kommt. Am Ende stehe ich dann im nächsten Augenblick auf so einer blöden Bruchplatte und drunter sind irgendwelche Stacheln oder sowas. Die gibt es nämlich in dem Teil schon, das weiß ich. Deshalb, man kann ja gar nicht oft genug speichern. Ja. Nicht in Tomb Raider. Also, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Bloß bitte nicht im falschen Moment. Oh, Fledermaus. Ja, ein paar Minütchen machen wir noch. Vielleicht schaffe ich ja sogar das Levelende. Ich glaube fast nicht. Meine Güte, geht's da weit rauf. Wo sind wir denn hier? Immer erstmal lieber gucken. Ich erinnere mich. Ich habe jetzt gerade so eine Ahnung. Moment, bevor ich diesen Hebel ziehe, möchte ich da mal kurz runter gucken. Ich habe gerade so eine Vermutung, wo wir sein könnten. Ich dachte aber, das kommt erst später. Nö, das ist es auch nicht. Holla, wo sind wir denn hier? Okay. Also ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, was jetzt hier Sache ist, muss ich ehrlich zugeben. Ah, wir haben die zweite Tür geöffnet, okay. Wahrscheinlich läuft es darauf raus, dass wir die mittlere Tür aufkriegen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt die zweite Tür durchschreiten, dann führt uns das wahrscheinlich zu einem Hebel, der dann irgendwann die dritte Tür öffnet. Das werden wir dann aber wirklich nicht mehr in dieser Folge schaffen. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier irgendwie mich nach unten wieder arbeiten. Außerdem liegen da, soweit ich das gesehen habe, Schrotmunition. Es liegen Schrotmunition. Mein Gott, ich habe heute wieder ein Deutsch hier. So. Ach ja. Ja gut, dann komme ich da denn hoch? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal an, dass das der Ausgang von der zweiten Tür sein wird, dass wir da jetzt auch wieder ewig nach oben dürfen und dann letztendlich hier wieder runterfallen, wenn wir dann die dritte Tür geöffnet haben. Die Frage ist, wollen wir das vielleicht versuchen, ob wir das schaffen noch in diesem Part oder eigentlich hätte ich ja schon Lust. Ich wollte ja eigentlich auch den ersten ursprünglich ein bisschen länger machen und dann war ich aber so schnell mit dem Level fertig. Vielleicht wird dann der zweite jetzt mal etwas länger. Okay. Ich glaube jetzt auch nicht, dass das so allzu lange dauert. Also ich sag mal, ein paar Minuten können wir noch, aber dann, da geht es auch wieder nach oben und da ist auch wieder ein Wasserbecken. Das ist ja sehr fair, dass sie da zumindest ein Wasserbecken hinmachen, damit man nicht gleich tot ist, wenn man von da oben runterfällt. Oh, das sind Bruchplatten, okay. Haha. Wenn da Bruchplatten sind, heißt es normalerweise, dass ich auch ohne diese Platten hier rankomme. Genau. Denn sonst würde sich ja der Weg verbauen. Na. So. Jetzt erstmal orientieren, wir müssen da drüben hin. Das heißt, ja gut, da hätten wir auch einen anderen Weg nehmen können. Aber egal. Das Schöne ist ja auch bei Tomb Raider, dass man diese Sprünge relativ gut abpassen kann. Es gibt halt diese verschiedenen Sprungarten mit Anlauf, ohne Anlauf, mit Festhalten, ohne Festhalten und das Ganze in verschiedenen Kombinationen. Und man sieht eigentlich anhand der Abgründe immer ganz gut, welche Sprungart man gerade benutzen muss. So, jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder ein langes Treppenhaus nach oben, um dann einen Hebel zu finden. Und mit viel, viel Glück... Ach, sind wir schon oben, oder was? Tatsächlich. Wo ist der Hebel? Da ist er. Das Spiel ist so berechenbar. Ich liebe es. Mittlere Tür. Jawohl. Dann wieder nach unten. Und mit etwas Glück ist das dann der Levelausgang. Wenn nicht... Dann lasse ich es trotzdem jetzt gut sein, dann machen wir das dann im nächsten Part fertig. Jetzt bloß nicht sterben. Da hätte ich jetzt gerade keinen Bock drauf. So.
Es sieht schon toll aus irgendwie, ne? So, auf das Dach. Kann ich eigentlich hangeln? Doch, hangeln kann sie schon. Okay. So, also für mich sieht es jetzt sehr nach Levelausgang aus. Ich speichere jetzt aber trotzdem, weil nicht, dass ich da jetzt wieder irgendwelche Bruchplatten habe, die ich nicht sehe oder so. Ne, das sind aber keine. Oh. Ja. Gut, dass ich gespeichert habe. Jetzt dachte ich wirklich, das Level wäre hier zu Ende. Verdammt. Oder ist es hier zu Ende? Ich will jetzt halt nicht den Part beenden und in der nächsten Folge wären es dann nur noch 3 Schritte gewesen. Das fände ich halt doof. Danke fürs Gespräch. Na toll. Da läuft was rum, oder? Ja. Ein Bär. Und wir haben verschiedene Durchgänge. Okay, dann zieht sich das mit dem Level wohl doch noch ein bisschen. Dann machen wir jetzt Schluss und in der nächsten Folge schauen wir dann, dass wir die Stadt von Vilcabamba abschließen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr allzu lange. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss.